Johannes vom Kreuz, die dunkle Nacht. Kapitel 10, über die Weise, wie sich diese Menschen in der dunklen Nacht verhalten sollten. Während der Zeit der Trockenheiten dieser Nacht im Sinnenbereich, in der Gott die erwähnte Veränderung vollzieht, leiden die geistlich strebenden Menschen sehr. Er führt den Menschen vom Leben im Sinnenbereich weg zum Leben im Geist. Das ist von der Meditation zur Kontemplation, wo der Mensch, wie gesagt, mit seinem eigenen Seelenvermögen nicht mehr zu wirken oder über die göttlichen Dinge Gedankengänge zu entwickeln vermag. Weh tun den geistlich strebenden Menschen nicht so sehr die Trockenheiten, die sie erleiden, als vielmehr ihre Befürchtung, den Weg zu verlieren. Wenn diese Menschen niemanden haben, der sie versteht, machen sie in dieser Zeit Rückschritte, indem sie den Weg verlassen, nachlässig werden oder zumindest sich selbst beim Weitergehen stören, weil sie so viel Fleiß darauf verwenden, den ersten Weg der Meditation und der Gedankengänge zu gehen. Sie plagen ihre Natur und strengen sie allzu sehr an, wenn sie sich einbilden, dass das wegen ihrer eigenen Unachtsamkeit oder Sünden so ist. Doch das bringt gar nichts, weil Gott sie bereits auf einem anderen Weg führt, dem der Kontemplation, der ganz anders ist als der erste. Der eine ist ja ein Weg der Meditation und Gedankengänge, der andere hat mit Meditation oder Gedankengängen nichts zu tun. Menschen, die sich in einer solchen Lage sehen, sollen sich trösten, geduldig ausharren und sich nicht grämen. Sie mögen auf Gott vertrauen, der die nicht im Stich lässt, die ihn mit einfachem und aufrichtigem Herzen suchen. Noch es unterlassen wird, ihnen das für diesen Weg Nötige zu geben, bis er sie zu klarem und reinem Licht der Liebe führt. Dieses wird er ihnen mit Hilfe der dunklen Nacht des Geistes schenken, wenn sie die Gnade erhalten sollten, das Gott in sie hineinstellt.